Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video werden wir iOS-Apps manipulieren. Dazu werden wir die Verbindung zu unserer iOS-App herstellen und wir schauen uns einfach mal an, was wir mit der App alles anstellen können. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, nach dem Intro geht's sofort los. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Jonesy, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, heute werden wir die iOS-Apps manipulieren. Die dazu notwendigen Tools habe ich euch schon mal in einem separaten Video erklärt. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke euch das Ganze hier oben nochmal mit rein. Wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Tool. Wir starten mit Pi Mobile Device 3. Pi Mobile Device 3 habe ich euch ja schon bei der Einrichtung erklärt, dass wir zunächst ein persönliches Developer Disk Image laden müssen. Wenn ich das Ganze mit Mounter Automount starte, kriege ich jetzt die Mitteilung, dass mein Developer Disk Image bereits gemountet ist. Das bedeutet, wir sind hier startbereit. Anders als unter iOS 16.4 und davor ist es nun erforderlich, dass wir hier einen besonderen Tunnel zum Gerät herstellen, weil das mit dem persönlichen Developer Disk Image mittlerweile anders läuft, als wie mit dem offiziellen Developer Disk Image, was wir bis 16.4 einfach von Apple runterladen können. Damit wir diesen Tunnel erstellen, benötigen wir Rootrechte. Wir starten den Tunnel mit sudo pi mobile device 3 remote tunnel d. Ich gebe jetzt das Benutzerpasswort ein und wir sehen, dass der Tunnel gestartet ist. Das ist der erste Schritt. Wenn das funktioniert, seid ihr soweit bereit, dass ihr die Verbindung zum iPhone habt, damit wir im nächsten Schritt mit Frida uns die App anschauen können. In meinem Fall ist das die Einstein 2051 App, die wir im letzten Video per Sideload auf das Gerät geladen haben. Falls ihr auch das Video nicht gesehen habt, ich hänge euch den Link dazu auch hier nochmal rein. Da könnt ihr nochmal schauen, wie sie die App per Sideload. Ich habe da Alt Store und Sideloadly als zwei verschiedene Beispiele gezeigt, auf euer Gerät laden könnt. Wie gesagt, jetzt in unserem Fall heißt die App Einstein 2051. Ich habe mir ein zweites Fenster jetzt hergerichtet und zwar müssen wir jetzt mittels Frida uns Zugriff auf diese App verschaffen. Dazu sagen wir Frida minus U, damit definieren wir die App und in unserem Fall heißt die App Einstein 2150. Das schreibe ich in Anführungsstriche und drücke Enter und jetzt versucht er sich in die App reinzuhängen. Man sieht hier Attaching. Ja, man sollte natürlich auch hier sein Gerät entsperren und die App starten. Dazu gehe ich einmal auf die App drauf und wenn die App läuft, dann bin ich in die App connected. Im nächsten Schritt brauchen wir jetzt Objection, weil mit Objection werden wir jetzt dann tatsächlich die Manipulation von der App durchführen. Objection benötigt die Frida Connection und auf diese setzen wir jetzt mit Objection auf. Ja, wir brauchen jetzt wie gesagt ein drittes Fenster. Dazu gehen wir in Objection rein und in Objection, diesmal mit der Option G, klinken wir uns jetzt auch in den App-Prozess rein. Da haben wir wieder die Einstein 2051 App und wir nehmen den Befehl Explore. So, und wir sind jetzt tatsächlich in der App drin. Wir sehen das auch hier, das ist der App Identifier Devia Swift V2, auch wenn sie bei uns Einstein heißt. Ich habe sie halt eine Zeitload ein bisschen anders benannt. Ist das jetzt die App? Ich habe sie auch hier für euch aufgemacht. So, was können wir jetzt hier mit Objection alles machen? Wir haben über Objection hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal in der App und auch in der uns zur Verfügung stehenden Sandbox-Umgebung verschiedene Informationen zu ermitteln. Das Gute von Objection ist, dass ich mir hier relativ einfach durchnavigieren kann. Da
Das heißt, sobald ich leer drücke, kriege ich hier schon entsprechende Vorschläge, was mir an Funktionen zur Verfügung steht. Ich kann zum Beispiel spezielle iOS-spezifische Optionen durchführen, wie zum Beispiel hier UI-Elemente ändern, und kann jetzt hier zum Beispiel eine ganz einfach Alertbox aufploppen lassen. In dem Fall schreibe ich jetzt mal hacked bei Einstein 2150, Ausrufezeichen. Das machen wir nach der kleinen Rechtschreibfehler raus. Und wenn ich Enter drücke, sehen wir jetzt hier direkt auf dem iPhone die Meldung auftauchen. Das heißt, über die Code-Initiierung in der App habe ich jetzt eine Funktion gestartet, die ein Alert-View startet mit dem entsprechenden übergebenen Text. Ich drücke jetzt einfach mal die Meldung hier weg und wir schauen mal noch weitere Sachen an, die wir hier machen können. Ein Thema, was auch gewisse Sicherheitsrisiken birgen kann, ist zum Beispiel die Keychain. Ich kann jetzt hier mittels iOS Keychain Dump den Schlüsselbund einfach extrahieren. Wenn ich auf Enter drücke, sehe ich hier alle Keychain-Einträge, die in meinem Account-Kontext abrufbar sind. Das ist unter anderem auch meine Apple-ID, mein Apple-ID-Passwort und verschiedene andere Passwörter und Parameter, die im Keychain gespeichert werden. Das ist jetzt hier auch nochmal der Unterschied zwischen einem Jailed und einem Jailbreak-Gerät. Auf diesem Jailed-Gerät habe ich hier nur innerhalb von meiner App-Sandbox mögliche Einträge sichtbar. Auf einem Jailbreak-Gerät, gerade wenn ich mich zum Beispiel in den zentralen Springboard-Prozess einwähle, ist es so, dass ich hier Zugriff auf den kompletten iOS-Schlüsselbund hätte. Ja, neben diesem einfachen Alert kann ich natürlich auch jetzt ganz andere Sachen machen. Dazu schauen wir uns einfach mal diese App an. Die hat hier auch ein paar Testaufgaben eingebaut, an der wir uns jetzt auch in einer nicht gejailbreakten Umgebung doch die ein oder andere Herausforderung annehmen. Dazu schauen wir uns jetzt mal an, was die App hier mitbringt. Diese App speichert zum Beispiel verschiedene Daten direkt in der Sandbox. Ich kann hier zum Beispiel einen Benutzername Test und Passwort, sagen wir jetzt mal ganz, ganz innovativ Passwort, und das Ganze lassen wir in der App speichern. Ja, was kann ich jetzt damit machen hier? Ich kann jetzt natürlich mittels meiner Tools versuchen, die Daten zu ermitteln, wo die App die abgelegt hat. Ich mache das Ganze mal jetzt hier ein bisschen größer, damit das Ganze ja nicht so umgebrochen ausschaut. Ich schiebe mal das Fenster ein bisschen hier auf die Seite und sehe jetzt hier zum Beispiel das App-Sandbox-Verzeichnis. Da die Dateien natürlich nicht, oder da die Speicherinhalte hier nicht natürlich direkt im Anwendungsverzeichnis gespeichert sind, müssen wir jetzt erstmal das Verzeichnis wechseln. Dazu schauen wir uns einfach mal an, was wir hier für Möglichkeiten haben. Wir schauen uns erstmal an, was für Verzeichnisse wir zur Verfügung haben, und ein Verzeichnis, was jetzt hier schon mal ganz vielversprechend klingt, ist Documents, weil im Documents-Verzeichnis speichert die App feststehende Informationen. Dazu wechseln wir jetzt vom App-Verzeichnis mit CD in dieses Dokument-Verzeichnis und schauen uns einfach mal an, was dort zu finden ist. Wir sehen jetzt hier auch schon die User-Info-Plist-Datei und wir starten eine File-Operation und schauen jetzt einfach mal mittels Cut in diese User-Plist-Datei rein, was wir hier finden. So, was finden wir natürlich? Das sind genau die Daten, die wir gerade in der App abgelegt haben. Das heißt, wenn eine App entsprechend Dateien in ihrem App-Container ablegt, haben wir über diese Möglichkeit, darauf zuzugreifen und diese Werte auszulesen und zu manipulieren. So, wir schauen jetzt nochmal zurück in die App, was wir noch für Möglichkeiten haben, uns daran zu schaffen zu machen. Wir haben hier zum Beispiel eine Challenge,
die soll versuchen, die Autorisierung in der App zu umgehen. Dazu fordert die App auf, sich mittels Face ID anzumelden oder mittels Touch ID auf älteren Geräten. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Autorisierung ganz einfach zu umgehen. Wenn ich jetzt hier das Ganze starte, das ist jetzt egal, ich nehme jetzt einfach mal die Swift Implementation, dann fordert mich die App jetzt hier auf, mich mittels Face ID anzumelden. Ich halte jetzt natürlich mein Gesicht nicht drauf und sage jetzt hier einfach mit abbrechen und breche das Ganze ab. Jetzt sagt mir die App, dass die Authentifizierung fehlgeschlagen ist. Ich tue jetzt die Meldung weg und wir versuchen jetzt das Ganze zu umgehen. Ja, um das Ganze zu umgehen, gehen wir jetzt hier wieder in Objection in iOS, sagen dann UI und nehmen den Biometric Bypass. Objection manipuliert jetzt die Authentifizierungsfunktion so, dass diese innerhalb der Anwendung immer eine erfolgreiche Authentifizierung vorsimuliert. Wir probieren das Ganze mal aus, ob es funktioniert hat. So, ich starte wieder die Abfrage mittels Face ID. So, Face ID startet. Ich schaue wieder nicht rein. Er sagt Gesicht nicht erkannt und ich breche das Ganze ab. Und obwohl jetzt das Ganze abgebrochen worden ist, sagt er jetzt an dieser Stelle, dass die Authentifizierung funktioniert hat. An so einer Stelle könnte ich jetzt innerhalb von einer App auf den geschützten Bereich zugreifen und könnte vorbei am User das entsprechend authentifizieren, obwohl eigentlich niemand das aktiv verifiziert hat. Ein weiteres interessantes Thema, was wir in Apps finden, sind die Cookies. In den Cookies werden oftmals Zugangsdaten gespeichert. Wir schauen jetzt mal, was wir hier in dieser App für Zugangsdaten womöglich finden. Ja, dazu rufen wir jetzt mal die integrierte Funktion iOS und Cookies Get auf. Und siehe da, wir haben hier den Username admin123 und das DV-Password, also Damn Vulnerable Password, also sehr verwundbares Passwort, passend zur App, gefunden. Das heißt, diese Zugangsdaten sind hier entsprechend hinterlegt und mit denen könnten wir uns jetzt hier an einer Webschnittstelle zum Beispiel anmelden. Hier sehen wir auch noch die JuniperFund.org. Das ist zum Beispiel ein Session-Cookie von einer Seite. Das ist so eine Spendenseite, die ist jetzt hier in diese App eingebaut. Die habe ich auch mal angesurft gehabt. Und da sehen wir, dass hier das Cookie von dieser Seite, von diesem Seitenaufruf auch hier zum Finden ist. Aber das Interessante, wie gesagt, da die Credentials, die Zugangsdaten. Ja, jetzt wird es spannend. Das alles war eigentlich nur so ein kleines bisschen Vorgeblinkel. Jetzt zeige ich euch tatsächlich, wie wir die App manipulieren können, sodass wir hier auch bestimmte Sachen aushebeln können. Dieses Beispiel soll jetzt auch wirklich nur ein Beispiel sein für eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten, was man mit so einer App anstellen kann, wenn wir einmal diese Möglichkeiten haben, die App zu manipulieren. In unserem Fall probieren wir jetzt, eine Funktion zu überschreiben, und zwar immer dann, wenn ein Pop-up-Fenster, also so ein Alert-Box aufgeht, dass wir diese abfangen und mit entsprechend eigenen Texten überschreiben. Somit könnten wir zum Beispiel so ähnlich, wie wir es ja vorhin gemacht haben, mit der biometrischen Authentifizierung, wo die App immer gesagt bekommt, ja, er hat sich erfolgreich angemeldet, so könnten wir jede Funktion hier in der App entsprechend manipulieren. Dazu schauen wir uns einfach mal in der App ein Beispiel an, was wir hier überschreiben können. Zum Beispiel immer, wenn ich jetzt diese User-Defaults-Daten schreibe, ich schreibe jetzt hier einfach mal Test rein und ich bestätige das Ganze, kriegen wir hier so eine Pop-up-Meldung, die uns sagt, ja, das Ganze ist erfolgreich gespeichert worden. An dieser Stelle wollen wir jetzt uns diese Meldung genau abgreifen und zur Laufzeit entsprechend verändern. Ich drücke jetzt hier einfach mal weg. Das war jetzt unser Test. Also ich lasse das hier einfach mal so stehen. Immer wenn ich drauf drücke, kommt diese Meldung. Die kann ich entsprechend wegdrücken. Ich habe hier ein JavaScript vorbereitet, was wir über Frida ausführen lassen. Ich zeige euch das kurz. Ja, das ist der Code. Und zwar sehen wir hier,
dass wir uns den UI Alert Controller packen. Das ist genau der, der dafür zuständig ist, wenn so eine Pop-up-Box aufgemacht wird. Und bei dieser packen wir uns entsprechend den Titel und die Nachricht drin und überschreiben die dann zur Laufzeit mit dem Hinweis, die App wurde gehackt. Hackt bei Einstein 2150. Und dazu importiere ich jetzt hier einfach die Datei. Das ist jetzt schnell und einfach erledigt und macht jetzt eigentlich auch gar keinen Unterschied, aber das Spannende ist wirklich, wenn ich dann drauf drücke. Bevor wir jetzt testen, ob das auch wirklich funktioniert, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dieses Video liked. Das hilft mir wirklich bei meiner Arbeit und wenn ihr auch noch auf die Glocke drückt, dann seid ihr auch dabei, wenn ich neue Videos für euch hochlade. Doch jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und wir werden jetzt schauen, ob unser eingezogener Code in die App jetzt auch wirklich dazu führt, dass wir die App zur Laufzeit manipulieren. Ich drücke drauf in 3, 2, 1 und ich drücke drauf und yeah, wir sehen, die App wurde von Einstein gehackt. Das ist jetzt wirklich der Punkt, wo wir sagen können, wenn wir so eine Kontrolle über die App haben, können wir wirklich alle möglichen Methoden und Funktionen in der App manipulieren. Es ist natürlich jetzt nicht so einfach, wie es jetzt hier ausschaut. Die Alertbox ist natürlich ein ganz einfaches und bekanntes Medium in einer App. Grundsätzlich bedarf es natürlich einiges Wissens und Probierens und Reverse Engineering, um zu wissen, welche Methoden und welche Funktionen sind hier in der App vorhanden und wie kann ich die ansprechen und wo kann ich Werte überschreiben, manipulieren oder auch Rückgabewerte verändern. Aber wenn ich das einmal weiß, dann kann ich die App so unter meine Kontrolle bringen und kann hier verschiedene Sachen nach meinen eigenen Wünschen kontrollieren. Viele kennen das vielleicht auch, wenn man solche Tweaked-Apps oft laden kann. Das sind genau solche Apps, wo dann im Code bestimmte Sachen, zum Beispiel die Premium-Feature oder irgendwelche Download-Funktionen, die in der Free-Version nicht möglich sind, aktiviert sind. Genau über solche Code-Veränderungen wird das gemacht. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat und bleibt dran. Ich freue mich auf euch und auf das nächste Video.